Auf der internistischen Station übernimmt Dr. Frank Peters die 18-jährige Nele aus der Notaufnahme. Die Schülerin wurde vom Auszubildenden ihres Vaters in die Klinik gebracht, nachdem sie vor seinen Augen einen Schwächeanfall erlitt. Dass die beiden ein Geheimnis teilen, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Mir geht's überhaupt nicht gut. Oh. Ich habe Kopfschmerzen. Ich glaube, ich gehe da in Richtung Fieber. Ja? Haben Sie denn selber schon Fieber gemessen zu Hause? Ja, zumindest die letzten zwei Wochen. Die letzten zwei Wochen hatte ich nämlich auch Fieber. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich jetzt auch immer noch welches habe. Ja. Also gut. Hoffen wir. Ja, mach dir nicht so Sorgen. Ich würde mal gerne Ihren Leib abtasten. Ich setze mich mal gerade zu Ihnen hin. So, ich gehe mal einmal eben kurz ins Ohr. Hui. So fühlen Sie sich auch, ne? Bestehen Schmerzen im Bauchraum? Haben Sie irgendwo Schmerzen? Es ist unangenehm. Vor allen Dingen ist recht in der Lebergegend. Ja, also im rechten Oberbauch, da haben Sie Beschwerden. Ja. Ich taste jetzt mal drauf. Oh. Ja, das tut weh. Aua. Die Leber ist deutlich vergrößert. Bei der Milz bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber die ist auch vergrößert. Ja. Sind Sie denn im Ausland gewesen in letzter Zeit? Nee, ich war die ganze Zeit hier in Deutschland. Fernreise, Asien oder sowas? Nee, auch nicht. Ich war gar nicht im Ausland. Hallo? Guten Tag, sind Sie einverstanden, dass Ihre Eltern reinkommen? Ja, was machst du denn? Was ist denn los? Mir geht's überhaupt nicht. Was machst du denn hier? Sind die Eltern, ja? Frank Peters, mein Name. Nele war irgendwie zufällig bei uns auf der Arbeit. Ich weiß gar nicht, warum genau. Und dann habe ich halt gesehen, dass hier total schlecht ist. Und ich meine, dann habe ich sie hier hingebracht. Wie bist du denn zur Baustelle gekommen? Was hast du denn da zu suchen? Ich habe meinen Schlüssel zu Hause vergessen gehabt. Deswegen wollte ich zu dir kommen und mir deinen ausleihen. Aber ich habe dich auf der Baustelle nicht gefunden gehabt. Und dann auf einmal ging es mir so schlecht. Und dann hat Sven mich zum Glück direkt ins Krankenhaus gefahren. Ja, was ist mit dir denn los? Und ich meine, super. Gut gemacht. Natürlich. Hast du einen Pluspunkt bei mir gesammelt. Gerne. Aber dann kannst du auf den Bau gehen. Hör mal, die Fette muss oben noch aufs Dach drauf, oder? Ich habe so Kopfschmerzen im Moment. Ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwie ein bisschen krank oder so. Ja, wollen Sie nicht ein bisschen so noch warten, bis wir fertig sind? Dann untersuche ich Sie gleich. Nee, das ist... Ich gehe mal zur Arbeit. Wenn du hier bist, dann kannst du das auch eben machen, klar. Ich gehe mal zur Arbeit. Wissen Sie, wo Sie rauskommen? Ich weiß, was. Okay. Tschüss, Nele. Alles ist gut. Okay, weißt du, gibt's Grüße und gute Kollegen, oder? Was haben Sie jetzt weiter vor noch? Frau Friedrichs, wir wollen jetzt als nächstes erstmal einen Ultraschall machen. Wir müssen gucken, ob wir das sehen können, was mit der Leber ist und ob die Milz auch wirklich vergrößert ist. Und wir müssen dann auch gleich anschließend auch nochmal Blut abnehmen. Aber jetzt machen wir erstmal den Ultraschall, ja? Dann muss der Ultraschall unbedingt jetzt sein. Mir geht's gerade echt überhaupt nicht gut. Meine Kopfschmerzen sind so schlimm. Und vor allen Dingen ist mir so schlecht. Aber ich würde sagen, wenn der Doktor das meint. Eben, Ultraschall ist ja nun wirklich keine große Sache. Das ist schon. Kann man das nicht irgendwie später machen? Also, es ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber wir haben auch noch Zeit, wir können später machen. Wir müssen Sie sowieso stationär aufnehmen. Okay. Wir nehmen jetzt gleich noch Blut ab und dann kommen Sie auf Station, dann können wir das mit dem Ultraschall anschließend machen. Okay, danke. Wenn ein Patient oder eine Patientin die Untersuchung verweigert, weil sie sich im Moment nicht in der Lage fühlt, weil sie durch die Krankheit sehr stark geschwächt ist, dann wird natürlich geprüft, ob es absolut lebensnotwendig ist, diese Untersuchung durchführen zu lassen oder ob sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden kann. Bei der Patientin war es denn auch so, dass dann überraschenderweise eine ganz andere Ursache für die Ablehnung bestand. Eine Stunde später ist die Schülerin aufgenommen und Dr. Peters liegen die Laborergebnisse vor. Neles Leberwerte sind besorgniserregend hoch. Deshalb will der Arzt der Krankheitsursache per Ultraschall auf die Spur kommen. Da Nele strikt ablehnt, sich von ihren Eltern zur Untersuchung begleiten zu lassen, vermutet der Internist, dass die 18-Jährige ihm etwas verschweigt. Gibt es einen Grund, warum Sie den Ultraschall nicht haben wollten? Ja, um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst, dass ich schwanger sein könnte. Weil ich habe irgendwie, also meine Periode ist halt nicht rechtzeitig gekommen. Die kommt sonst immer pünktlich, aber irgendwie, ich habe sie immer noch nicht. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja. Und meine Eltern sollen das auf jeden Fall nicht auf diesem Wege erfahren. Das ist, haben Sie den nicht verhütet? Doch, wir verhüten immer nur. Das Problem ist, dass halt eben vor zwei Wochen einmal das Kondom gerissen ist. Und da kann ja auch was passieren. Ja, also das kann man alles gar nicht so genau sagen, weil einmal
Fieber und Stress und ähnliche Dinge können die Periode tatsächlich verschieben oder können sie auch mal aussetzen lassen. Wir machen jetzt einen Ultraschall. Wenn es irgendwie wehtut, sagen Sie gleich Bescheid. Normalerweise ist das ohne Schmerzen. Ja? Mhm. Und wir gucken natürlich auch noch mal wegen der Schwangerschaft nach. Aber da können wir eigentlich viel sehen. Ja? Vielen Dank. So, bitte einmal kurz die Freeze-Taste drücken. Ja, okay. Alles klar. Ja. Leber ist ordentlich vergrößert. Die Struktur. Wissen Sie auch was sehen? Ich drehe es mal ein bisschen ein. Ja, die Milz ist auch deutlich vergrößert. Das konnte man eben nicht so gut tasten. Aber jetzt sieht man das auf jeden Fall. Dann müssen wir auf jeden Fall weiter gucken. Jetzt gehe ich nochmal. Nee, das geht schon. Jetzt gucken wir mal nach der Gebärmutter. Die ist völlig unauffällig. Irgendwelches Leben kann ich daran nicht erkennen. Also okay. Seien so besorgt, aber es ist eben noch ein bisschen zu früh. Ja. Es ist eben zu früh. Aber trotzdem bin ich schon mal etwas beruhigt. Wir müssen natürlich gucken jetzt, dass, wenn das Kondom geplatzt ist, es können natürlich auch mal sexuell übertragbare Krankheiten auch entstehen. Auch andere Infektionen kann man bekommen. Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch mal anrufen. Auch noch mal Epstein-Barr-Virus und Hepatitis C läuft ja sowieso schon. Mhm. Aber das kriegen wir ja noch mal. Und tja, ich denke auf jeden Fall, dass wir eine Leberbiopsie bei Ihnen durchführen müssen. Sie kriegen da eine kleine Betäubung, eine kurze Betäubung. Sie spüren nichts davon. Aber es führt uns auf jeden Fall wesentlich weiter. Es sei denn, wir kriegen bei den Laborwerten noch mal einen anderen Befund. Ja, das hoffe ich doch super. Okay, danke. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. 8 Uhr, morgen früh direkt. Okay. Ein Urintest hat bestätigt, dass bei der Schülerin keine Schwangerschaft vorliegt. Nele ist erleichtert. Doch schon am nächsten Morgen erwartet sie eine Biopsie. Dr. Peters wird der 18-Jährigen unter Vollnarkose ein Stückchen Leber entnehmen, um es zu untersuchen. Noch vor Beginn der Operation erhält der Arzt jedoch einen wichtigen Anruf aus dem Labor. Die Lage ändert sich. Sie haben doch ein pfeifersches Drüsenfieber. Und da brauchen wir jetzt keine Biopsie mehr. Oh, wir sind ja ein bisschen schnell gewesen, wir wollen ja keine Zeit verlieren, aber wir können das jetzt abblasen. Das ist gut, dass jetzt keine Biopsie mehr stattfinden muss. Allerdings, was heißt denn jetzt so genau so ein pfeifisches Drüsenfieber? Ja. Kann ich meinen Freund dadurch anstecken? Ja, den müssen wir auf jeden Fall informieren oder den müssen Sie am besten informieren. Das pfeifische Drüsenfieber ist eine Viruserkrankung, die durch Körpersäfte übertragen wird. Diese Körpersäfte können sein, einmal Speichel, können Sperma sein, aber auch andere Körperflüssigkeiten. Heutzutage ist es sehr häufig eine Infektionsquelle, dass Gläser nicht ausreichend gespült sind, dass auf Volksfesten eben aus solchen Gläsern getrunken wird. Im Urin heißt die Krankheit auch Kusskrankheit, weil sie, oder auch Students Disease oder Studentenkrankheit, weil natürlich viel geküsst wird. Und deswegen der Übertragungsweg so möglich ist. Aber sie wird wieder vollkommen gesund. Ja, aber ich meine, jetzt folgendes. Sie hat einen Freund. Schon 2 Jahre zusammen. Wunderbar. Hast du sie in letzter Zeit bestimmt auch getroffen? Ich meine, besteht nicht die Gefahr, dass auch ihr Freund sich angesteckt hat oder umgekehrt oder wie auch immer? Wo kommt das dann her? Selbstverständlich müssen wir den Freund auch untersuchen und wir müssen dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ja, wo ist denn Freund überhaupt? Warum taucht er nicht hier auf? Was ist das eigentlich? Was hast du mich angerufen? Du weißt, mal, gesagt. Du weißt doch, Julius hat doch erzählt, dass er total viel für sein BWL-Studium zu tun hat. Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ich weiß, aber trotzdem, dass er mal vorbeischaut. Ich habe ihn schon seit 3 Monaten nicht mehr gesehen. Wo bleibt er da eigentlich? Könnt ihr nicht einfach mal mit von dem aufhören? Hier geht's doch gerade um mich. Ich bin krank. Hört doch mal ständig mal mit dem von dem zu reden. Das nervt. Ja, aber ich meine, letztendlich ist er mir jetzt auch wichtig. Du weißt doch, wie ich zu ihm stehe. Ich finde ihn toll, ich finde ihn klasse, ich bin begeistert von ihm. Das ist der beste Freund, den ich mir vorstellen kann. Ja, vor allem, der kann ja jetzt auch krank werden. Ich meine, der doch mal. Der soll am besten auch hier rüberkommen, mal untersuchen lassen. Hier ist Herrn Steinke, Grüß zu Frau Friedrich. Genau. Hallo Nele. Was machst du denn hier? Wie geht's dir? Wie kommst du denn jetzt? Ich meine, ist wieder besser? Ja? Ja. Das ist nicht erst, was du hast. Aber ja, ich habe pfeifisches Drüsenfieber. Okay. Ja, Mensch, was macht man da? Also ich auf jeden Fall erstmal ausruhen und ich denke mal, ich werde medikamentös behandelt. Okay. Oh. Ist euch irgendwie auch so warm hier drin? Nee. Darf ich mich mal hier hinsetzen? Ist das okay? Ja, setzen Sie sich. Setzen Sie sich mal hin. Klar. Setzen Sie sich mal hin. Ich glaube, wir brauchen mal ein Bluetooth-Messgerät. Schauen Sie mal. Ich bin voll schwindelig. 10 Jahre richtig Geld aus. Ich würde mal gerne in den Hals reingucken. Machen Sie mal den Mund auf. Wollen wir mal eben rübergehen?
Frank? Mhm. Kann er nicht bitte hier untersucht werden? Weil, Das weiß ich nicht, ob das für ihn okay ist. Genau. Also dann wir auch, das ist kein Thema, natürlich. Ja, dann hole ich es mal eben. Moment. Nun ja. Hast du irgendwas mit Finn oder was? Schau mal, du kannst doch nicht hier. Du hast Julius. Ja, aber. Ich meine, wie kannst du mit. Hast du sie hier? Also ich meine, jetzt. Hör mal, du weißt, ich bin begeistert von dir, aber hier mit meiner Tochter was anzufangen, da hörst du mal auf. Jetzt hör mir doch mal zu. Nein, aber. Ich habe mit Julius vor über 3 Monaten Schluss gemacht und seit 3 Monaten sind wir zusammen. Warum erzählst du uns denn nichts? Wir sind deine Eltern. Ja, warum denn wohl? Du warst doch immer so begeistert von Julius. Du weißt doch, es geht mir um dein Glück auf jeden Fall. Ich habe gesehen, ihr wart ein Herz und eine Seele oder... Ja, ich muss jetzt warten. Also ich verstehe es überhaupt gar nicht mehr. Ich bin mein Gott, wenn es aber doch nicht mehr gepasst hat. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Warum hast du uns denn nichts erzählt? Hallo. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, wie er reagiert. Wir lieben uns halt. Das sind unsere Gefühle. Das ist jetzt wirklich ernst. Ja, natürlich. Jetzt komm mal. Und freu dich doch einfach darüber, dass sie wenigstens noch... Es geht mir um dein Glück, das weißt du ja. Also wenn das dein Glück ist, euer Glück, dann habt ihr meinen Segen. Bei Neles Freund wurde ebenfalls das pfeifersche Drüsenfieber diagnostiziert. Mittlerweile haben sich die beiden jedoch gut von der Krankheit erholt. Der Vater der 18-Jährigen hat sich daran gewöhnt, dass sein Auszubildender und seine Tochter ein Paar sind und freut sich sehr über das Glück der jungen Leute.